Hallo und herzlich willkommen zu Borderlands, diesmal im Breitbildformat, wenn auch etwas langgezogen, glaube ich. Aber es ist da, wieder mit The Dust, mit einer kleinen Challenge. Geht's gut? Cool. Und dieses Mal heißt die Challenge ohne Fahrzeug. Ohne Fahrzeug durch The Dust zu kommen und jede Catch-a-Ride-Station einmal zu besuchen. Habe ich mir gerade eben mal so ausgedacht. Und ich hoffe, dass in der Zeit die Aufnahme nicht abschmiert. Oder das Spiel. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Sprinten darf ich. Ich darf auch alle möglichen Waffen benutzen. Darum habe ich auch alles Mögliche dabei. Naja, was heißt darum? Ich benutze eigentlich immer das, was ich gerade benutzen will. Meine MLG-Sniper in Gold natürlich. Dann meine Schnellfeuerpistole. Meine flammende Schrotflinte. Das war Damage. Das ist Damage. Und bumm. Den Loot lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich meine, es ist Loot. Bitte. Also Loot. Ne, Loot, das ist so eine Sache. Ne, Loot. Loot lässt man nicht einfach liegen. Loot, das ist. Einfach. Bitte stirb. Stirb. Und tschüss. Ja. Wird ein netter kleiner Spaziergang, würde ich sagen. Vor allem, ich weiß gerade gar nicht, wo die ganzen Stationen sind. Also ich glaube, es sind 5. Oder nee. Warte mal, da gibt's eine, da gibt's eine. Dann steht da hinten noch irgendwo eine, dann steht da hinten eine. Dann steht da eine, dann steht da eine und dann steht da hinten noch eine. Ich werde die einfach mal besuchen. Und wenn ich das Video beende und dabei eine vergessen habe, könnt ihr mir das gerne sagen. Und dann, keine Ahnung, habe ich mal irgendwelche Konsequenzen genannt, wenn ich eine Challenge mal nicht schaffe? Ich glaube, bisher heißt es dann einfach nur, ja, hast nicht geschafft. Hast halt nicht geschafft, ne? Die Demütigung des Nicht-Geschaffts-Habens. Das Problem ist ja nur, selbst wenn ihr mir Aufgaben stellen würdet, würde ich nur die nehmen, wo ich denke, ja, ist machbar. Das heißt, wenn ich was mache und es nicht hinkriege, dann bin ich selber schuld. Dann bin ich selber schuld. Dann bin ich erstmal eiskalt selber schuld. Okay. Klingt nett. Ich sollte mich hier nicht aufs Looten konzentrieren. Also das hier ist übrigens Station 2. Volle Fracht für Papa Hodank und ich lasse mich nicht nochmal ausrauben. Okay. Ich kann mit den Zähnen hören. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich stülp dich von innen nach außen. Kaboom, Baby! Ist auch so eine Sache, die ich über Borderlands gelernt habe. Wenn man Sidequests macht, bleiben Bosse von den Sidequests hier und respawnen. So.
Naja. So langsam müsste die Karawane hier aber auch vorbeikommen. Mal sehen, ob ich mir die mitnehmen kann. Eventuell mit dem Raketenwerfer. Laufe ich mit dem Raketenwerfer ehrlich schneller als mit der... Ich frag gar nicht. Ich frag gar nicht. Irgendwo hat er hier gerade einen Bandit anvisiert. Ach da. Können wieder alle nicht fahren. So. Also wenn ich den Konvoi nicht schon längst verpasst habe, müsste er hier gleich kommen. Fuck. Scheiße. Komm. Aua. Alter. Caravan-Eskorte. Aus der Karawane selbst. Aber die kriege ich nicht mehr. Schade. Aber darauf liegt hier auch nicht der Fokus. Alter. Aber wegen den Banditen, die hier rumschwirren, ist das ja auch eine Challenge. Warum sind diese Spinnviecher nur alle so tanky? Komm, stirb. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Dann haben wir hier noch eine Station. Komisches Bild. Das wird ganz schön langwierig. Fällt aber ein, ich könnte jetzt eigentlich hier lang gehen. Ist zwar wahrscheinlich gefährlicher, aber man geht den Weg ja sonst nie, ne? Man geht den Weg ja sonst nie. Oh. Was? Kommen die denn her? Alter. Immer dieses Ungeziefer in der Wüste. Oh. Die Waffe ist so cool. Vor allem, wenn man mit der Waffe hier mal crittet, ist der Gegner weg. Das ist das Gute daran. Der hat nämlich plus 800 kritischen Trefferschaden. Aber ich glaube, dafür ist die Crit-Chance ziemlich niedrig. Ich meine, ihr habt ja gerade eben gesehen, der hat kaum Schaden genommen und dann auf einmal mit einem Schuss war weg.
Okay. Ich sehe, was die Schwachstelle von denen ist. Das sind da Teil. Da fällt mir ein, ich muss auch mal skillen, dass ich bei meiner Attacke die Schwachpunkte der Gegner sehe. Sollte ich mal skillen. Ich glaube zumindest, dass das Zero war, der diesen Skill hat. Und wenn er den hat, sollte ich den mal benutzen. Habe ich nicht mal irgendwie in meiner Rundführung den Weg hier gefunden? Und dachte, ey cool, damit kann ich mir ja total viel Ärger ersparen, wenn man ihn richtig benutzt. Moment, ob ich... Nee, ne? Warte. Bleib weg. Ich habe mich an euch vorbeigebackt, ja? Da möchte ich hier nicht... Wovon wurdest du geslackt? Ist mir egal. Ist mir egal. Das da unten ist eine geslackte Gegnerversion, die hier hochgeschossen hat. Dann natürlich nicht. Klingt schon fast so. Stirb. Das ist Pech. Oh, ich habe meine Munition verschossen. Kommt mir nicht. So. Jetzt wollte ich nur gerne wissen, weil hier war nämlich auch so ein Sidequest-Boss. Hier oben. Jop. Nee, der zweite Typ war natürlich auch hier. Die beiden schießen sich aber gegenseitig ab. Denn das eine ist ein Bandit und der andere ist von Hyperion. Es ging um so einen Schatz, den ich aus einem der Gräber hier geholt habe. Den wollen die nämlich beide haben. So, hat er einen Banditen schon getötet oder steht er da irgendwo? Nee, der steht da noch irgendwo. Ach da. Hi. What's up? Nichts. Das stirbt. Ich habe gewonnen. Oh, hier steht sogar noch die Truhe von der Quest rum. Okay. Gut zu wissen. Oder so. Aber jetzt mal erstmal der Grund, warum ich überhaupt hier diesen blöden Weg gegangen bin. Hier ist nämlich noch eine Catch-a-Ride-Station. Oh je. Komm schon, geh weg. Cool. Genau in dem Moment getötet, wo ich gestorben bin. Was? Hier war schon die nächste Station? What? Oh, okay. Nehme ich mal so hin.
Obwohl ich an sich jetzt eigentlich schon die Challenge verloren habe, aber ich mache es einfach trotzdem nochmal zu Ende. Einfach aus Machenheit. Und falls ihr die Challenge nicht weiter gucken wollt, weil sie ja jetzt schon verloren ist, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und ja, könnt ja bewerten, wie ihr es bis hierhin fandet, in den Kommentaren natürlich, denn mit den Bewertungen bewertet man ja das komplette Video. Oh. Und dann auf Wiedersehen. Mann. So. Ich weiß nicht, haben die da oben eine Station? Ich glaube nicht. Jetzt muss ich ja aber einmal durch die ganze Wüste rennen. Denn da gegenüber ist eine, das weiß ich. Zumindest irgendwo da drüben. Noch sieht es auf der Map aber gegnerfrei aus. Das ist gut. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Ich bin der, der am Ende übrig bleibt. Boom. Mitläufer tot. Banditenwagen tot. Ich habe sogar gemerkt, dass man diese Banditenwagen klauen kann. Denn ich hatte es mal, dass da hinten einer verbuggt rumsteht und den konnte ich einfach mitnehmen. Kammerjäger, mach mir die Platz! So. Cool. Aber dieser 800-fache kritische Trefferschaden, der ist schon... Der ist off-sim. Und ich habe gerade mein Internet verloren. Und wieder bekommen. War hier nicht eine Catch-Ride-Station? Ich meine, das ist aber eine Bar. Aber die weiter da hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich treffe den wahrscheinlich eh nicht. Mir gerade die Frage stellt. Ich glaube, so lange halten die gar nicht. Wenn ich da jetzt Granaten hinschicke, ganz viele. Ob die den treffen. Oder ob sie den überhaupt erreichen. Nee, die fliegen einfach gen Himmel. Und verpuffen. Aber hey, ich habe dem schon Schaden gemacht irgendwie. Aber mit einer Sniper dauert mir das ein bisschen zu lange. Und mein Hals tut gerade ein bisschen weh. Na du? Heyo! Heyo! Hier ist noch eine. Ah, hier ist Güte! Ich bring dich dahin, wo du hin willst. Jupp, aber nicht jetzt. Haha. Oh. Autsch. Ach ja, immer diese Spinnen. Ach, die Haudangs.
fuck? Deren Ernst? Die können Granaten bis hier drüben werfen. Und sogar relativ zielsicher. Trauernder Tektor. Wiedersehen. Das hat übrigens auch was mit einer Sidequest zu tun. Da habe ich mich nämlich gegen die Hodunks entschieden. Und deswegen sind die Hodunks jetzt meine Gegner. Jetzt erstmal loswerden, bevor ich dahin gehe. Der eine hängt da irgendwie verbuggt rum. So. Nächste Station. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch-a-Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Tja. Ich würde sagen, hier habe ich aufgeräumt, ne? Und abgesehen von der einen da hinten, wo ich irgendwie nicht mehr weiß, wo die ist, was wahrscheinlich die war. Aber ich meine, es war noch irgendwo anders eine. Aber da mir jetzt gerade nicht einfällt, wo, würde ich mal sagen, das war's. Und falls ihr meint, dass da hinten ist eine, nope, da ist nichts. Das sind aber andere lustige Sachen, die ich wahrscheinlich, die ich glaube ich sogar schon mal gezeigt habe. Aber nicht jetzt. Ich bin gerade am Überlegen, habe ich durchgehend kommentiert? Also zumindest so jede Minute durchgehend, oder fast durchgehend geredet. Also jede Minute irgendwas gesagt. Ohne unsichtbare Wand. Oh, ach so, hier bin ich. Oh, okay. Ich habe es auch in meiner Rundführung gesagt, der Ort da oben ist nur da, um da zu sein. Stimmt nicht. Der war nur irgendwie nicht zugänglich zu der Zeit. Ne, jetzt komme ich da nämlich irgendwie zu Iridium Blight oder so. Heißt das so ähnlich? Aber auf jeden Fall ist hier auch das letzte Catch a Ride. Ist sogar ziemlich lustig aufgebaut. Hier ist eine Schiene, da eine Schiene. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Kein Applaus, bitte. Dir gebe ich eh keinen Applaus. 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 Wer ist Applaus? Keine Ahnung. So, ich glaube, das waren jetzt alle. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe, aber ich hoffe, keine Stunde wie in der Secrets of Grindia-Aufnahme gerade eben. Aber ich glaube, schlafen werde ich jetzt eh nicht mehr.
Naja, muss ich ja jetzt nicht suchen. Jetzt kommt schon diese Wüstensonne hier rein. Na. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch jetzt endgültig gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter. Schreibt mir einfach irgendwo Ideen für eine neue Folge. Sollte fordernd sein, aber auch machbar. Also nicht irgendwie töte 100 Helikopter oder so. Zeit zu töten! Zeit für Gefühl so anders! Auf. Ich überlasse meiner Schrotflinte das Reden. Für die ist es auf. Alter. Für so ein verbuggtes Ding ist der ganz schön stark. Schnell. Och Mann. Will man nur einmal rumalbern und stirbt dabei. Meh. Naja, wie gesagt, tschüss und. Hyperion erinnert daran, dass sie durch die Nutzung dieser Respawn Station ihr Recht auf Fortpflanzung verwirkt haben. Sprich, wir sind jetzt impotent. Yay.